Zumindest nach Ich dem, kann dir was das ich nicht mehr gelesen genau habe. sagen, ehrlicherweise. Aber ich weiß nicht, da hast du gerade gegessen. Wie wäre ich da oben drauf gekommen, um den schwarzen Lichtschwertkristall zu kommen? Mein Doppelsprung hat nicht gereicht. Da Ey. gab es einen Weg. Ich kann dir das nicht mehr. Ich hatte Habe ihn so ich hier nur gekriegt, was aber. übersehen oder so? Warum hast du mich eigentlich schon wieder Gegner? Weil ich habe keinen Weg gefunden. Aber schwarz-weiß ist nicht der Kristall, der sah schon geil aus. Ja, ich finde es auch nur bescheuert, dass sowas am Ende vom Spiel Ja, kommen muss. naja, gut. Also vor allem ein Spiel, wo du ja die Möglichkeit hast, X Schwerter und Stile und so einzubauen, weißt du? Und dann hast du nur so eine Handvoll und dann kommt einer davon auch Das nur ist noch auch, ganz zum Schluss. das hat aber auch mit der Zeit zu tun. Also ich muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, Mein Sith Lord, was passiert ich jetzt? konnte euch nicht eurem Schicksal überlassen, ohne euch wenigstens den Respekt zu erweisen, selbst zu erscheinen. Aber doch er der Verräter, ja. Ich verstehe nicht ganz, was ihr damit sagen wollt, aber ich bin immer froh, wenn ihr meine Pläne unterstützt. Echt jetzt? Ich unterstütze Das eure war Pläne halt gar diesmal alles nicht. dumme Ich Antworten. werde sie durchkreuzen. Das Das war ist die sehr dümmste. schmerzhaft für mich, aber das alles war eine Falle. Es gibt kein Kriegsrecht und keinen speziellen Signalsender. Varas ist mein wahrer Meister. Ich habe euch Ach. hergelockt, um euch zu ermorden. Macht Sinn. Man kann eben niemandem mehr trauen. Seit eurem Streit mit Varas ringe ich mit meinem Gewissen. Und ich habe zugesehen, wie ihr unzählige loyale Imperiale vernichtet habt, während viele Feinde entkommen durften. Ich bin überzeugt, dass ihr nicht im Sinne des Imperiums handelt. Bei Varas weiß ich wenigstens, dass er wirklich versucht, den Krieg zu gewinnen. Als Teil von Diese Art von Intrige Imperator? jagt mir Schauer über den Rücken. Ich würde gern einen Verräter töten. Jessa, ihr habt ja keine Ahnung, wie lange ich gefürchtet habe, dass ihr eure Gabe auf mich anwendet. Varas hat mich extra darauf hingewiesen, dass ich euch in seinem Namen willkommen heißen soll. Schließt euch uns an. Macht ihr Witze? Das Ich Rot ist aber spüre in auch euch vielleicht schrecklich, ne? nichts Oder außer nicht die Sicherheit, Hose, aber. Gürtel. Eure Fähigkeiten werden eine große Bereicherung Was sein, ist mit wenn dem Gürtel? Varas euch Der zur ist Seite schrecklich. gebracht hat, Jessa. Ja, ich habe Jessa, vergessen, ihn im zu wechseln. Moment kann ich allerdings nicht zulassen, dass ihr meine Pläne stört. Also, ich habe keinen neuen gekauft. Also ich möchte jetzt niemandem Unrecht tun, ne? Aber ich glaube, wenn ich Schnipsel nehmen könnte, mit dem, was so teilweise weibliche Figuren in Star Wars von sich geben, könnte ich auch die Porno synchronisieren. Ihr wisst, für wen ich jetzt arbeite, Captain. Wenn ihr auf Barras Seite steht, seid ihr gegen den Imperator persönlich. Der Imperator herrscht, aber er ist nicht hier. Barras tut, was jeder echte Patriot tun würde. Nachdem ich euch die ganze Zeit im Kampf So kann man es auch beobachtet sehen. habe, kenne ich eure Stärken und Schwächen zur Genüge. Diese Und dann kommst du mit nur Kriegsdroiden waren 15. speziell für den Kampf gegen euch programmiert. Ich habe eine Chance von beinahe 0% berechnet, dass sie versagen. Euer Vertrauen in Wahrscheinlichkeiten ist eure größte Schwäche. Wenn überhaupt, unterschätze ich die Chancen meiner Droiden. Ihr werdet sehen, dass sie praktisch immun gegen euch sind. Es tut mir leid, dass es dazu kommen musste, mein Sith Lord. Ach, heul doch nicht. So schnell stirbt man nicht. Ja, boah, immer noch, sehr große Pipi in der Hose. War daran jetzt schwer? Weiß ich auch nicht. Was ist schiefgelaufen? Ich habe alles falsch berechnet. Ich sollte tot sein. Ja, du solltest tot sein. Nach all unserer gemeinsamen Zeit habt ihr noch nicht begriffen, dass ich unschlagbar bin? Ich bin ratlos. Ich habe euch verraten. Mich mit eurem schlimmsten Feind verschworen. Ich erwarte keine Gnade von euch. Der in Brotkasten Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Bisschen würdig.
Nö. Fand ich auch ein bisschen traurig jetzt, aber nein. Ich werde euch am Leben lassen und wir werden sehen, ob ihr mein Vertrauen wiedererlangen könnt. Ja, total bescheuert. Ich hätte ihn einfach gekoppert. Das kommt unerwartet. Das kommt unerwartet. Ich will ein solches Versagen niemals vergeben. Wenn ihr mir gestattet, weiter unter euch dienen zu dürfen, werdet ihr meine Hingabe niemals wieder hinterfragen müssen. Ich werde euch dennoch im Auge behalten. Natürlich, mein Sith-Lord. Diese Unterbrechung hat euch lange genug aufgehalten. Ich kann es kaum erwarten, zum Schiff zurückzukehren und das hinter uns zu lassen. Ich schlepp dich hinterher mit dem Seil um deinen Hals. Du gerne die Unterhaltung mit Pierces mitkriegen. Das Schiff ist da drüben. Macht euch bereit für den Abflug. Ich werde in Kürze folgen. Natürlich, mein Sith Lord. Eine Sache noch, mein Sith Lord. Werdet ihr den anderen sagen, was geschehen ist? Wenn der Zeitpunkt passt, werde ich es ihnen sagen. Das weiß ich zu schätzen, mein Sith Lord. Ich sehe euch auf dem Schiff. Der Planet ist aber. Du musst jetzt ruhig sein, Jimmy. Wir machen einen Attentat. Aha. Der sieht doch voll nicht aus. Weil, warum rennst du denn bei den Gangstern lang und nicht bei den anderen? Weil der Weg kürzer war? Ja. Ja, okay. Sir, identifizieren Sie sich. Ey, du sollst einen Anteil machen. Ich gehorche keinem Droiden. Ziel erfasst. Sie wollen mir nicht alles sagen. Nö. Möge die Macht mit uns sein. Der ist ja kaputt. Solange wie nicht alles einheitlich ist, brauche ich mir das nicht alles eingehen. Dann reicht das, was mich persönlich betrifft. Weil was bei euch in Berlin ist oder nicht, ist mir doch persönlich erstmal scheißegal, oder? Ja, ist ja richtig. Muss mir ja nicht alles anhören. Wir haben jetzt den längeren Weg wegen dir gewählt. Nö, bei mir ist nur das aufgetaucht. Aufgetaucht. Ja, mir ist der andere nicht aufgetaucht als, Guck mal, ein SID-Attentäter. Ah, das Begrüßungskomitee. Es gibt Tage, da kann man einfach nicht heimlich auf einem Planeten landen. Nicht mal auf einer geheimen Landebahn. Ist das SID nicht das vom, das hier ist euer geheimer Friedhof. Oh, ihr seid witzig. Das gefällt mir. Meine Arbeit ist meist recht trocken. Oh, ich weiß, wer ihr seid. Der Schüler, von dem Darth Barras denkt, er habe ihn umgebracht. Köstlich. Sehr schön, ich dass du so viel weißt. Guck mal. Überall in der Galaxis verfolgt. Ihr seid sowas wie mein persönlicher Held. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr auch, was euch geschieht, wenn wir kämpfen. Das braucht ihr mir nicht zu sagen. Mir ist bekannt, wen ihr alles getötet habt. Wie ihr auf Drom und Kaas mit Lord Gratan umgesprungen seid. Das war genial. Ja, schön. Ich weiß, dass sein Sohn jetzt hinter der Maske steckt. Ihr habt Nomen Kaa und Admiral Monk und den Kriegsbund und unzählige Jedi ausgeschaltet. Richtig gute Arbeit. Es ist Zeit, euch mit auf die Liste zu setzen. Früher ging es das Sache nicht. Hättest du doch nur noch gehen lassen können, oder? Ein Jedi. Nein. Echt nicht? Also, Adrian ist doch die Auswahl gehabt, oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja, so wie er über sich geschwärmt hat. So. Ich markiere eure Position. Ja, wo kommt denn jetzt Dienerin Elf her? Die dritte der drei geheimen Landebahnen. Euer drittes Ziel ist eher angekommen als erwartet. Ich bin ja. Der Elf der Hand. Ich sollte euch kontaktieren. Das sagst du jetzt erst. Alles klar. Ich werde den dritten Attentäter zur Strecke bringen. Wo steckt er denn? Ich habe seine Landung verfolgt. Wo steckt er denn? Ich habe ihn aus dem verloren. Aber mein Hauptziel wurde erreicht. Ich habe Darth Vorans geheimes Hauptquartier ausfindig gemacht. Koordinaten werden hochgeladen. Und? Er operiert von feindlichem Gebiet aus. Es ist ein großer Turm im Herzen der Gründungsinsel.
Die Republik hat dort alles unter Kontrolle. Erstaunlich. Mut hat er, das muss man ihm lassen. Ja, er organisiert den Krieg gegen die Republik genau vor ihrer Nase. Seine Aktivitäten müssen als Operation der Republik getarnt sein. Aber wenn ich ihn finden kann, dürfte das Barras drittem Attentäter auch gelingen. Ein Moment. Ja, ich werde es weitergeben. Ende. Dina 2 hat zu mir gesprochen. Er meint, ihr sollt euch auf Misstrauen gefasst machen. Ich werde mit allem fertig, was mich in diesem angeblichen Hauptquartier der Republik erwartet. Ihr seid der Zorn des Imperators. Meine Mission ist beendet. Man ruft mich zurück. Wozu hast du dich gesagt? Halt hofft, dass ihr Wolverine findet, bevor der Attentäter zuschlägt. Das ist nur, wenn du eine bestimmte Gruppe hast. Ja. Dieser Unternehmenskomplex steht auf Seiten der Republik. Lasst gut sein. Wir sind auf derselben Seite. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Das Unternehmenskonsortium hat Kameras im Foyer jeder einzelnen Firma. Wir werden ständig von den Feinden des Imperiums überwacht, auch jetzt. Wenn hier ein Sith hereinspaziert, stößt er deshalb auf Widerstand. Also müssen wir euch leider umbringen. Ich hab gerade... Geht mir auf die Nerven. Es tut mir wirklich leid. Ich habe einfach literally gerade nur die Hälfte verstanden von dem, was er uns sagen wollte. Ja, ich auch nur. Oh, den hast du umgenietet. Ein Live-Tilt at its best. Aber leider überlebt, würde ich sagen. Du Wucht, da bist ja nur ein Anfänger. Bip, 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 bip. Man nannte mich auch den ultimativen Hacker. Also ich bin maximal Idiot, aber hey. Ultimativer Hacker. Darf, bist du's, Maul? Mein Meister wusste von Anfang an über euch. Entschuldige mich für alles, was er sagt. Im Koring oder so. Nee, wir wissen doch aus. Wir haben alle gehört, wie aus Clone Wars, dass die Sabrak alle irgendwie eine Familie oder so, oder die meisten. Ja, so ein entfernter Verwandter dritten Grades. Er weiß, so wie der aussieht. Dass der Bruch zwischen euch und eurem Meister nur vorgetäuscht ist. Sorgfältig inszeniert, damit ihr euch ihm nähern und dann zuschlagen könnt. Ihr könnt uns nichts vormachen. Also, wenn ich, warum soll ich meine Zeit damit verschwenden, einen Untergebenen zu überzeugen? Sterbt, Mörder. Das ist aber auch so, was ich noch nie verstanden habe, ne? Das Imperium hat Fremdlinge, aber nicht zuletzt wurden Fremdlinge auch bei Siths ausgebildet, also. Ja, ja. Oder was heißt die Hass, so aber? Ultimativer Hacker wirklich, ja. Ach, du drückst da einen Knopf, tu mich so. Alter, ich schwitze hier, Mann. Ja gut, das sieht aber auch in der Körperschattung. Nein. Bist du dir da sicher? Meine athletische Form lässt das gar nicht zu. Oh Gott, meine athletische Form. Mein Lieblingslied ist auch You See Me Roll. Das wird niemals erfahren. Abschaum. Ihr habt Lord Harish überwältigt. Aber uns drei auf einmal könnt ihr nicht besiegen. Nein, natürlich nicht. Sagst du. Halt, Lord Cat. Lasst es gut sein. Mein Lord, zieht euch in den Schatten zurück. Wir kümmern uns um diesen Eindringling. Ihr könntet zu 10 sein und würdet dennoch scheitern. Verlacht der Erste, endlich! Hört auf euren Meister, Cat. Danke, dass ihr sie verschont habt. Sie werden euch und eurem Meister keine Probleme bereiten. Der Athlet ist auch schon da. Beifall zollen. Jeder Gaming, das weißt du meine nicht. Glückwünsche aus. Das hat er sich klug ausgedacht. Ihr könnt mich jetzt töten. Ich bitte euch nur, dass ihr mir die Erniedrigung erspart, geköpft zu werden. Das Letzte, was ich möchte, ist euer Tod. Barras ist nicht mein Meister. Meine Mission besteht darin, ihn zu stürzen. Es hat doch keinen Zweck, diese Lüge noch weiter zu spinnen. Ah, wenn das die Wahrheit ist, werden die Karten neu gemischt. Hm?
Darth Vorfraun, Barras sagt, ihr müsst sterben. Barras schlägt zu! War das nicht Basic Ship im Hirn bei mir? Da ist ein Magic Bam. Bin irgendwie gerade ein bisschen tief gekühlt. Das ist ein Hut, oder nicht? Ich war dem Attentäter ausgeliefert, aber ihr habt nicht gezögert, mich zu verteidigen. Ihr habt mich überzeugt. Mehr noch, ich glaube, dass ihr mit meiner Hilfe Darth Barras besiegen könnt. Das. Ich hätte gehofft, dass ihr das sagt. Dann muss ich ein kleines Geständnis machen. Es stimmt, dass ich hier bin, um die wichtigsten Kriegsaktivitäten zu koordinieren, aber ich habe Corellia auch noch aus anderen Gründen gewählt. Hier befinden sich entscheidende Pfeiler der Machtbasis. Ich knüssere noch. Und gemeinsam werden wir sie einreißen. Ihr besitzt offenbar große Macht, aber der Imperator braucht euch lebend. Barras wird nicht lange brauchen, um neue Attentäter loszuschicken. Ihr werdet auf mein Schiff kommen, wo meine Crew euch beschützen kann. Nichts liegt mir ferner, als mich euch zu widersetzen. Mein Schutz hier hat in letzter Zeit etwas nachgelassen. Aber bevor ich gehe, lasst mich euch leiten. Der Großteil des Rats der Sith weiß, dass Barras nicht die wahre Stimme des Imperators ist. Aber die beiden Top-Agenten von Barras zwingen sie, ihn zu unterstützen. Ein Agent behütet Geheimnisse, die er als Druckmittel einsetzt. Der andere führt Jedi-Meister in Kampf. Jedi, Alter, was haben die denn da für einen Sprecher? Die sich ihm widersetzen. Wenn die zwei verschwinden würden. Mein alter Meister wird allein dastehen. Genau. Seine Unterstützung im Rat wird sich auflösen. Der erste eingeschleuste Agent von Barras gibt sich als Colonel Sengs vom koreanischen Widerstand aus. Seine Festung ist geheim. Ihr müsst seine Sicherheitscodes stören, bevor ihr ihn belagert. Sonst kann er durch Dutzende von Fluchttunneln entkommen. Niemand entkommt mir. Wir haben nur eine Chance. Besser, wir drängen den Mann in die Ecke, statt es darauf ankommen zu lassen. Diese Pulsdisruptoren werden alle elektronischen Codeübertragungen. Ich höre nicht auf zu knistern, das ist so mein neuer Style. Geheimgänge verriegeln. Der Mock, weißt du, unter der Maske. Es ist schade, einen Agenten von seinem Kaliber zu verlieren. Für die Diener von Barras gibt es keine Gnade. Vielleicht findet ihr vor Ort eine andere Lösung. Meine verbleibenden Schüler und ich werden uns jetzt auf eurem Schiff melden. Sobald ich euch zu Barras zweiten Agenten führen kann, werde ich das tun. Aber zuerst Colonel Sengs. Bitte. Ich höre einfach nicht auf zu knistern. Ich habe hier Darth Vovron für euch. Ich bin jetzt in den Händen eurer Crew. Eine interessante Zusammenstellung. Du graust Malerweil wirklich? Versucht nicht im Weg zu stehen. Nee, eigentlich nicht, aber ich hatte keine Wahl. Aber ich werde euer Territorium respektieren. Wenn Sengs die Dateien, die er in Gewahrsam hat, nicht aushändigt, so sprechen nicht englischsprachige Sengs aus. Um sie alle zu vernichten, nachdem ihr ihn getötet habt. Ich verstehe nicht, was du für Probleme mit Sengs hast. Sengs. Verlasst zuerst mehr S am Anfang, weniger T. Sie gehört Sengs. Also ja, genau. Weiß, dass der Code stimmt. Wieso öffnen sich meine Fluchtwege nicht? Ey, das Code in Sengs. Die Antwort ist gerade in euer Kommandozentrum eingedrungen. Stark genug, um meine Streitkräfte zu zerschlagen und clever genug, um meine Technik zu überlisten. Ist das Kompliment? Als der Alarm losging, wusste ich, dass es Ärger gibt. Haltet ein! Ich bin ein imperialer Geheimagent, der direkt Darth Barras unterstellt ist. Das ist mir nicht neu. Ihr entdeckt und bewahrt Geheimnisse für Barras, die er einsetzt, um Macht zu erlangen und andere zu kontrollieren. Meine Arbeit hält abtrünnige imperiale Elemente davon ab, das Imperium zu destabilisieren. Aber das ist nur ein Teil meiner Aufgaben. Ich spiele im Kampf um Corellia eine entscheidende Rolle. Ich lenke den republikfreundlichen Widerstand in Schlachten, die sie nicht gewinnen können. Schaltet mich aus, dann verlieren wir diesen Krieg. Ihr seid der Spion meines Feindes, also müsst ihr sterben. Nein! Nein! Was kommt das jetzt her?
Schwester, dreh dich doch nicht weg. Sieh hin. Sieh hin. Halt! Gebt euch zu erkennen oder sterbt! Mach doch die Augen mal auf! Schenk ihm mal eine Brille! Ja, gleich Respekt, Schelle! Darth Vofron schickt mich. Was? Sprecht lauter! Ich hab immer noch das Artilleriefeuer in den Ohren! Alter, sind wir hier im Kreis? Um euch das Artilleriefeuer aus den Ohren zu quetschen. Agra! Und jetzt hört zu. Ein gesundes Würgen mal zwischendurch. Die Informationen, die ihr mit Darth Vofron gesammelt habt. Verzeihung, vergebt mir, mein Sith Lord. Siehst du, zack, das ist er wieder da. Ganz verrückt gemacht. Ich habe einen Hinweis auf Darth Baras anderen Spion. Ja, hör mal die Augen auf. Was ist los, Alter? Ich habe das war mein gesundes Würgen. Abgefangen. Die anderen Jedi sollen in eine Todesfalle geführt werden. Was ist denn dafür? Könnt ihr mir sagen, welcher von den Jedi der Spion ist? Sie haben nur in numerischem Code kommuniziert. Es sind keine Namen gefallen. Ich weiß nicht einmal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ob Mensch oder Fremdling. Ich wünschte, ich könnte euch mehr dazu sagen. Ist eigentlich... Wozu bin ich eigentlich denn hier? Republik vor. Von da aus werden feindliche Sondertruppen ausgesandt. Dazu hören wir es schon weit. Also höchst riskant, dort einzudringen. Ja. Ich werde den Bunker schon räumen. Ich habe noch nie gehört, dass es jemals jemand mit so vielen Feinden auf einmal aufgenommen hätte, zumal am Ende ein Raum voller Jedi wartet. Na, dann komm doch mal mit. Wenn ihr fertig seid, gebt mir von außerhalb des Bunkers Bescheid. Ich schicke dann das Armageddon-Bataillon. Und wie du siehst und hörst, glaube ich dir sowieso, dass du nichts siehst. Ich erstatte jetzt einen Bericht. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Das ist doch nur das Artilleriefeuer. Jetzt erst besser. Hier endet eure Invasion, Sith. Wir sind stark ja, in der Überzahl. Ich weiß nicht, wen von euch ich umbringen soll. Am besten einfach alle. Ihr seid ebenso dreist wie dumm. Stürzt euch auf den Sith. Haben wir jetzt mit der großen Klappe als erstes getötet? Nö, nee, noch nicht. Doch, der mit der großen Klappe ist doch sogar in der Zwischensequenz gestorben, oder nicht? Ich hab keine Ahnung, das ging so schnell. Aber ja, sieht so nach aus. Ich liege im Sterben. Mein Name ist Inyai, Baras Spion. Stimmt gar nicht, du hockst. Ich habe mehr als 10 Jahre lang unter den Jedi gelebt. Ich hätte mich zu erkennen geben sollen. Ich dachte nie, dass ihr uns alle besiegen könntet. Es war ein tödlicher Fehler. Ich war hier, um euch zu töten. Hättet ihr euch zu erkennen gegeben, wärt ihr genauso gestorben. Dann bin ich einfach nur dumm gewesen. Ich sterbe in dem Bewusstsein, dass ich der Stimme des Imperators gedient habe. Warum siehst du den Hinterteil deines PCs? Baras hat die Samthandschuhe ausgezogen. Nein, wenn ich mir das jetzt hinten angucke. Ja, aber warum siehst du das jetzt hinten? Sehe ich doch gerade gar nicht. Ja, aber warum redest du denn so, als ob du es gerade sehen würdest? Weil ich weiß, wie es hinten aussieht. Lass nichts aus. Ich will wissen, wie es abgelaufen ist. Der Angriff kam plötzlich und war bösartig. Dass die Leute aber immer zum Kotzen annehmen. Es gab keinerlei Panik oder das Erwähnung. Alle Antworten waren. Eure Leute haben dem Tod ins Auge geblickt und sind nicht zurückgewichen. Alter. Captain Quinn verdient besonderes Lob. Er hat sein Leben gewagt und sich dem Angreifer gestellt. Du weißt doch gar nicht, was das Spiel antwortet. Ich mache einen vorherigen Fehler wett. Meine Hingabe an meinen Meister ist jetzt... Ich gehe davon aus, was ich lese. Ja gut, aber da muss man so aber jetzt auch fairerweise sagen, nicht, du spielst auch lange genug Star Wars, du wirst das eh schwachsinnig. Ihr nehmt eure Leute hart dran. Gegen das Ergebnis kann man nichts sagen. Ihr habt Baras Agenten erfolgreich neutralisiert. Das Finale ist jetzt unsere Sache. Wir beide müssen in die Offensive gehen. Ich bin bereit, die Tür des Rats der Sith einzuschlagen und mich ihm zu stellen. Alles zu seiner Zeit. Wir kommen gerade zum besten Teil. In einer geheimen Höhle auf diesem Planeten hat Baras den Geist eines uralten Sith gebunden und versklavt. Er zehrt von der Macht dieses Geists, raubt ihr alle Visionen der Zukunft. Alles, was er geschaffen hat, entsprang ihrem Wissen. Wenn dieser Geist der Grund für Baras Stärke ist, muss er zerstört werden. Mich doch saugen. Nein, sie ist so alt wie die Macht.
Sie gehört selbst zur dunklen Seite. Wir müssen sie befreien, nicht töten. Nur ihr habt die Macht, in diese Höhle einzudringen. Und nur ich kenne das Ritual, das die Fesseln des Geistes löst. Bringt mich zu ihr. Dann werden wir zum ultimativen Schlag ausholen und Barras von innen heraus unschädlich machen. Ja, von innen und in Höhlen eindringen. Ich weiß schon, wo die Reise bei dir hingeht, alter Knorr. Und dann bin ich der Begegnung mit Barras noch einen Schritt näher. Wenn wir das geschafft haben, werde ich euch persönlich in die Gemächer des Rats der Sith bringen. Aber, und das lässt du unkommentiert, da war ich jetzt erstaunt. Stellt sicher, dass der Attentäter nicht auf uns wartet. Ich komme auf euer Signal nach. Was jetzt? Ist das mich verloren? Na, das nach einer Beleidigung alle. Ja, ist halt schwierig. Im Grunde würde ich sagen, keiner ist so wortentsprechend, dass es eigentlich keine Beleidigung ist. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, aber auch sehr subjektive Meinung über sich selber, oder? Ja. Vor allem frage ich mich dann jetzt mit dem Kontext im Hintergrund, ist man noch wirklich tugendhaft, wenn man es als Beleidigung empfindet? Ja, oh ja, stimmt. Das ist eine ganz interessante Frage. Was hört man dann nicht genau das, worüber man sich da mokiert? Naja, wobei tugendhaft heißt ja jetzt, also ich würde jetzt sagen, dass tugendhaft nicht heißt, du sollst einfach beide Backen hinhalten. Das ist ja jetzt nicht Religion, also. Nein, das ist ja richtig, aber muss ich mich dem gleich hingeben, weißt du? Muss ich in allem gleich was Schlechtes sehen? Ja, ja. Naja, gut, aber wie gesagt, halt tugendhaft mit Fehler. Ich glaube, ja. Ich glaube, das trifft es halt dann doch relativ gut. Man versucht halt doch ein gutes Bild abzugeben, auch für die Allgemeinheit, aber man ist es halt nicht immer. So, weißt du? Ja, schwierig. Das ist echt ein Ding für sich. Es ist halt wirklich, vor allem mit Tugend, da habe ich auch anscheinend ein Wort gewählt, was man interpretieren kann, wie man möchte. Das ist ganz schlimm. Da habe ich echt, da alles gezeigt. Da habe ich echt in den Lokus gegriffen mit der Metapher. Das kann ich nur zustimmen. Boah, ich muss ich auch fairerweise sagen, ich habe jetzt einmal die mehr oder weniger Hauptbedeutung in Anführungsstrichen gelesen und die kurze Bedeutung und ich bin bei noch nicht so ganz zufrieden. Ja, richtig. Das ist so. Wie kann der mich treffen? Der steht Kilometer von mir weg. Also bei mir stand er ein Kilometer von mir weg. Ja, war bei mir auch. Ja. Warum hat er mich da mit Lichtschwertangriffen getroffen? Ich kann ihn nicht mal looten. Das ist sehr interessant gewesen jetzt. Also immer 100 Credits endlich. Übernehme das. Man tut sich eh. Dass ich einfach alles abschlachten gehen. Ja, schön wär's. Ist ja auch mal noch nur so. Du hast gehört, wenn die nicht fertig sind, kann ich da schon abschlachten gehen. Na, mal abwarten. Ja, ist okay. Ich hatte ja auch gerade gewonnen vor mir und ist dann wieder weg gewesen. Ich kann ihn nicht angreifen. Ja, und ich konnte ihn deswegen auch nicht angreifen. Ja, weil er genau nicht. Und ich kann ihn auch nicht shooten. Ja, war nur 100, war nur Kölzen. Ja, darum geht's mir ja nicht, aber ich finde es sehr interessant, dass da nichts geht. Naja, der Sprung oder was auch immer, da scheint wohl gerade ein paar Probleme zu machen. Die Attacke. Ich kann auch nicht mal sagen, ob das ein Sprung ist, weil so ganz gerafft, was die da machen, habe ich noch nicht.
ich finde das schon wieder nicht gut. Töten wir das. Gut, diese Barra-Schüler, was sind sie? Ich übernehme das. Oh, Lord Skarl, auch hier. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob wir nicht mal wieder Mods und so einbauen müssen. Also ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, aber ich bin jetzt bei 56er Mods, also. Naja, du bist auf 50 runtergeballert, also. Ja, aber ich bin gerne aktuell. Ja gut, das verstehe ich sogar. Da ist sie, die Wesenheit. Solch reine, dunkle Energie. Ist sie nicht wunderschön? Ich habe die dunkle Seite noch nie derart lebendig gesehen. Weiß ich nicht, ob ich das so beeindruckend finde, eigentlich gerade. Ehrlich gesagt. Sech? Er weiß, ich kann nicht Nein sagen. Er schändete meinen Ruheort, wo ich wartete auf meine Liebe. Aha. Ich glaube, wir sind falsch abgebogen. Wir sind im Puff gelandet. Oh Gott. Wenn ihr versagt, wird er mich bestrafen, weil ich euch empfing. Habt keine Angst. Euer Leiden ist vorbei. Ich kenne das Ritual. Ab jetzt ist es einfach. Sagt er. Nein, ihr versteht nicht. Wir sind wow, so einfach war der auszunocken? Dass er nicht darf? Ja. Ne? Jetzt heute auch nichts mehr. Endlich kriegt mein Geschenk. Habe ich euch eingeholt. Ich habe euch doch gesagt, dass man mich nicht umbringen kann. Nur guck mal, wer da ist. Drak. Lieblingsschüler, habe ich nicht gesehen, wie ihr verbrannt seid? Wir haben es doch schon geklärt. Mehr nicht. Du musst ihn doch irgendwo runterwerfen. Er hat mich vervollständigt. Mich stärker gemacht. Machen wir mal ein Kilometer raus. Sind nicht länger aus Fleisch. Ich sehe jetzt alles in einem neuen Licht. Euer Anblick macht mich gleichzeitig weiß ich, krank. Weiß ich, ob du da ein gutes Met rauskriegst. Und vergnügt. Kannst du ja Altmetallschrott rausmachen. Komm mit Met. Der große Darth Warfron sich auflöst. Ja, ist ja nicht komplett aus Metall. Dann wird die Wesenheit für immer unter Baras Kontrolle sein. Ja, das wissen wir nicht. Ich weiß nicht, was unter darunter ist. Das Todesfeld erhält Energie. Siehste, Maschinenkörper. Ist egal. Er wird eh zerheixelt. Ist mein. Na, dann behalt die Rache, ich töte dich trotzdem. Deal? Wow, Meta-Ebenen-Gag. Wie die Rache. Da geht er down. Ja, aber jetzt voll in das Auge. Stirbt zusammen. Was für ein Finale! Noch nie habe ich solche Schmerzen. Alter, das hilfst du doch wirklich. Ich dachte wirklich, ich sterbe jetzt. Aber also, ich bin froh, aus nächster Nähe miterlebt zu haben, wie ihr diese Monstrosität vernichtet. BDSM-Flügel, ganz hart. Hätte das Ritual über die Wesenheit befreien können. Gewiss, gewiss. Aber eine Sache noch. Nee. Wesenheit, sagt mir, ob Baras weiß, was hier geschehen ist. Durch mich sieht der Schänder alles. Wunderbar. Er muss außer sich vor Zorn sein. Und jetzt bereiten wir das Ritual vor. Das letzte Tor zwischen euch und dem Jenseits ist geöffnet. Was ist das Ritual jetzt nicht gezeigt? Ja, und vor allem so Larifari abgespeist. Ja. Frei. Jetzt
Befehlung an den Schänder. Will die ganze Zeit so. Ihr wart wirklich eine Offenbarung. Die Zeit ist gekommen, dass ihr Darth Barras gegenübertretet. Darauf habe ich schon. Lass mich ran, Korriban. Genau wie ich. Wahrscheinlich. Sogar jetzt ist Barras noch immer so gut wie unzerstörbar. Weil? Und ich weiß nicht, wie man ihn noch weiter schwächen könnte. Sagt der Hand, dass der Rat der Sith wartet. Und ich werde da sein, um euch einzuweisen. Darth Vorfron. Lord Ratari. Lord Ratari hat mich aufgesucht und den Wunsch geäußert, hier zu sein. Ein leidenschaftlicher junger Mann. Ich habe euch gesagt, ich würde euch unterstützen, wenn ihr Barras gegenübertretet. Hättet ihr auf Eidera nicht eine andere Stimme? Auf Nasha, da? Kann sein, euer ja. Euer Wunsch wird in Kürze in Erfüllung gehen. Rataris Anwesenheit wird dem Rest des Rats der Sith beweisen, dass ihr Unterstützung aus den eigenen Reihen habt. Wow. Barras hat eine Sondersitzung des Rats einberufen, um seinen Anspruch auf die Stimme des Imperators zu erheben. Ich bin etwas verspätet. Gerade richtig. Euer früherer Meister und die mächtigsten dunklen Lords der Galaxis warten. Die Bühne gehört euch. Alter, ihr bist ja creepy, Mann. Ich gehe voraus. Barras soll mich zuerst sehen. Oh, die Bühne wartet euch. Eigentlich hätte Darth Vorfron durch diese Tür kommen sollen. Ist er doch. Heute endet eure Herrschaft. Interessant. Jetzt ist nicht die Zeit für eines eurer Spielchen, Vorfron. Ich bin der Zorn des Imperators, auserwählt vom obersten Meister selbst. Ich kenne seinen Willen. Und Barras ist nicht die Stimme. Hört die Wahrheit, meine Gefährten. Ihr wurdet zum Opfer eines brutalen und betrügerischen Griffs nach der Macht. Vorfron, aus welchem Grund auch immer. Gier, Neid, ihr weigert euch, die Realität anzuerkennen. Nichts als ein verzweifelter Versuch. Hört mich an, Rat der Sith. Wir jetzt schon dieses Kind ist nicht der Zorn des Imperators. Er ist Vorfrons Illusion. Der Imperator wird mich wissen lassen, was mit Vorfron geschehen soll. Vorerst helft mir, diesen Pöbel zu vernichten. Die müsst doch jeder kennen. Versteckt euch nicht hinter dem Rat, Feigling. Gut, zerquetschen wir diese Mücke und dann weiter. Nein, Barras behauptet, die Stimme zu sein. Dieser Sith Lord behauptet, der Zorn zu sein. Ich werde den Imperator nicht provozieren. Wer überlebt, spricht die Wahrheit. Darth Maul ist halt wie immer klug. Der Meister wird dem Sklaven einen letzten Wunsch gewähren. Der Imperator verlangt deinen Tod. Greif mich an, wenn du es wagst. Ich war nie euer Sklave und werde es auch niemals sein. Ich war die beste Duellantin in meiner Klasse. Ey, ja, besonders viel aus. Warum bin immer ich? Ist doch alles gut. Oh, hättest du das bloß draufgelassen. Hast du genug, Kind? Ich fühle, wie dir das Leben entgleitet. Das, da bist du aber voll daneben. Wieso stehst du auf diese nutzlose Gebärde der Vergeltung? Lass los! Umarme den Tod! Du siehst aus, als ob du sterben willst. Vergesst das Gentrale Barras. Das kauft euch keiner ab. Ich bin nur fair! Ich dachte, du könntest eine Verschnaufpause gebrauchen. Euer Champion versagt, Vorfron. Und ihr seid als nächstes dran. Kommt das von euch oder vom Imperator, Barras? Es ist schwer, den Unterschied auszumachen. Reizt mich nicht! Dein Patron hat eben dafür gesorgt, dass dein Leiden episch wird. Jungs, jetzt stirb! Ich höre darauf, so zu heulen. Irgendwie ist mir anders bei dir. Nein, 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 wird episch. Wow, diese Epischheit. Ihr seid erledigt, Barras. Ihr schwebt einen Atemzug vor eurer Vernichtung. Hat er bei dir da hinten auch links gestanden? Nein! Ja. Meine Kräfte verlassen mich! Oh.
bettelt, dass ich euch leben lasse. Ich fordere den Rat der Sith dazu auf, diesen Narren zu töten. Der Imperator befiehlt es. Darth Maar, schlagt im Namen des Imperators zu oder zieht seine Missgunst auf euch. Ich glaube, das riskiere ich. Ich habe Maar schon immer gemacht. Rivage hat auch euch die Vernunft verlassen. Verteidigt mich. Verteidigt die Stimme. Ich werde dem Zorn des Imperators nicht im Wege stehen. Du glaubst, du hast gewonnen? Du glaubst, du kannst die wahre Stimme des Imperators zum Schweigen bringen? Und so wie du am Heulen bist, ja. Gib mir den Todesstoß. Von jenseits der Dunkelheit werde ich... Jenseits. Eines Tages werde ich mich rächen. Niemand darf es wagen, mir im Weg zu stehen. Lasst euch das alle eine Lehre sein. Ich kann nicht vernichtet werden. Hier, schenke ich dir. Kannst du mitnehmen. Die Botschaft ist klar angekommen. Ihr habt bewiesen, dass ihr wahrhaft vom Imperator berührt wart. Stimmt sogar. Unsittlich. Eigentlich ist das nicht lustig, aber... Du hast MeToo gesagt. Ich hab ich kurz mir nicht vergleichen. Ihr untersteht nur unserem ultimativen Meister. Ich das stimmt mich sogar. Auf dem Rat der Sith bei den entscheidendsten Angelegenheiten zur Seite zu stehen. Dann hat sich unsere Macht gesteigert. Ist bis jetzt wohl noch nichts gesagt, was gelogen ist. Des Imperiums erzittern. Mhm. Der Zorn des Imperators wird sie alle verzehren. Bis jetzt ist noch alles wahr. Vor allem der eine ist nur als Holo da. Der hat sich mal für nötig gehalten, selber anwesend zu sein. Aber er ist anwesend, da waren auch leere Stühle, ja? Na gut.